Hallo Leute, willkommen zum neuen Motovlog. Heute soll es mal ums Thema Schutzkleidung gehen. Und da meine letzten Vlogs nicht so ernst genommen wurden, ne, von euch, es mag vielleicht auch daran liegen, dass ich, wie heißt es, immer volle Schutzkleidung getragen habe, möchte ich heute einfach mal über das Thema Schutzkleidung reden. Vor- und Nachteile und euch mal das wirklich näher bringen. Weil ich habe das Gefühl, dass man nicht dazulernt, bis man sich selber erfährt, dass man auf die Schnauze fliegt und dann wirklich miese Abschürfungen und alles hat und halt ein Leben lang Narben hat. Deswegen möchte ich einfach mal mit euch jetzt reden und habe mir extra meine Schutzkleidung ausgezogen. Ich habe mich angezogen und wieder ausgezogen, damit ich jetzt vloggen gehen kann. Ich fahre jetzt in der Stadt oder ich fahre auch gleich auf die Landstraße. Auf jeden Fall habe ich nur ein T-Shirt an und einen Rückenprotektor. Ich weiß nicht, wie viel ihr davon seht. Auf jeden Fall, hier sind meine Arme, seht ihr, komplett ungeschützt. Und ich möchte euch bitten, der Sinn dieses Videos ist, dass ihr Schutzkleidung tragt, nicht dass ihr wie ich jetzt im T-Shirt losfahrt. Und glaubt nicht, dass es cool sei, im T-Shirt durch die Gegend zu fahren. Das ist alles andere als cool. So, ich möchte euch jetzt einfach mal ein paar Dinge zeigen. Ich stehe hier an der Ampel. Das ist jetzt, für den einen oder anderen mag es übertrieben klingen. Ich schaue auf den Tacho oder nach links oder nach rechts, wie auch immer. Und hinten fährt mir ein Auto auf. Was meint ihr, wie ich danach aussehe? Das ist wirklich katastrophal. Deswegen habe ich den Rückenprotektor drauf, falls mir jetzt was passieren sollte, dass wenigstens meinem Rücken gut geht, weil ist der Rücken kaputt, ist alles andere auch kaputt. Ich wollte euch jetzt sagen, sobald ihr im T-Shirt fahrt, seid ihr vom Fahrtwind abgelenkt. Ohne Witz jetzt. Die einen fahren vorsichtiger, die einen fahren aggressiver, weil ihnen der Fahrtwind Spaß macht. Es gibt einfach ganz unterschiedliche Typen. Aber ich möchte sagen, ihr müsst mindestens doppelt so vorsichtig sein, wenn ihr ohne passende Schutzkleidung fahrt. Und wirklich, wenn hier 30 ist, solltet ihr auch wirklich 30 fahren, weil 30 ist das absolute Maximum, wo ihr halbwegs glimpflich davonkommen könnt. Selbst da könnt ihr euch alles Mögliche brechen. Auf jeden Fall, die ganzen Mopedfahrer sehe ich ja immer ohne Schutzkleidung fahren, sind die schönen Wetterfahrer, wo ich nur den Kopf schütteln kann, weil bei denen ist es noch wahrscheinlicher, dass man angefahren wird oder sonst wie, weil die einfach so kack langsam sind hier. Ich kann es nicht anders sagen. Aber genauso im Umkehrschluss ist das Motorrad schneller. Also wenn ihr 60 bergab fahrt und ihr irgendwie ausweichen müsst, glaubt mir, es passieren die dümmsten Situationen, mit denen ihr nie gerechnet hättet. Angenommen, jetzt rennt eine Katze raus, mir klimpflich ungünstig unters Vorderrad. Was soll ich machen? Ich bin am Arsch. Da kann ich nur zu sagen, dass ich hoffe, dass das nicht passiert, weil mir ist eine Katze vors Vorderrad gelaufen. Ich habe die Bremse angetippt. Meine Bremse spricht ziemlich schnell an. Ich muss jetzt noch durch Orange durch oder durch Gelb oder wie auch immer ihr sagt. Als ich volle Schutzkleidung anhatte, also hätte ich die Katze platt gemacht, wäre ich 100 pro auf den Boden geknallt. Die Teilkasko hätte zwar gezahlt und so, die Maschine, weil es ja die ganzen Wildunfälle, ich weiß gar nicht, ob Tierunfälle da mit drin sind, eine wilde Katze, wer weiß. Auf jeden Fall wollte ich euch jetzt mal zeigen einfach, ich fahre hier 50 und stellt euch mal vor, wenn ich den Fuß auf dem Boden halte, also mit dem Schuh und ich habe einen Sneaker an, spüre ich sofort den Abrieb an der Sohle. Also wenn es die Sohle richtig abreibt, ich habe abgewürgt, wenn es die Sohle richtig abschleift, was meint ihr, was mit eurer Haut passiert? Da bleibt nicht mehr viel übrig. Und es reichen, Leute, es reichen 50 km/h, um euch aussehen zu lassen und Schmerzen zuzubereiten und alles Mögliche. Ich habe jetzt Handschuhe an, allein aus dem Grund, weil ich nichts gegen die Hände bekommen will und hier nicht komplett squidden will. Falls ihr Squid nicht kennt, das ist ein Wort, das ein Motorradfahrer beschreibt, der als Scheiße baut, ohne Schutzkleidung. Das ist von den amerikanischen Motovloggern habe ich das. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber das T-Shirt flattert ordentlich bei 65 km/h. Es ist schön, bei schönem Wetter so zu fahren, aber es ist es wirklich nicht wert, weil ich habe mir im Internet Sachen angeschaut. Leute, macht's Weitlicht an.
Weil ohne Weitlicht sieht man euch bei tiefstehender Sonne nicht. Ruhig anmachen bei tiefstehender Sonne und öfters hupen. Also ich hupe immer, wenn Auto am Straßenrand steht. Auch wenn es mich gesehen hat, hupe ich kurz zweimal in der Hoffnung, dass mich sieht. Wie ihr seht, sieht man den Rollerfahrer so gut wie gar nicht. Der hat aber auch ein schwaches Licht. Also das Licht ist wirklich maßgebend. Ich kann sagen, es hat 20 Grad draußen, also nicht das wärmste T-Shirt-Wetter, aber es reicht hier ein Fehler oder so bei kaltem Reifen. Ne? Ihr rutscht aus, macht einen Lowsider und schleift halt. Ich weiß nicht, wie ich es euch sagen kann. Ich möchte jetzt gar keinen beschuldigen oder irgendjemand irgendwie meinen, dass irgendjemand ohne Schutzkleidung fährt. Aber Leute, ich hasse das Gefühl zu wissen, dass wenn was passiert, dass ich mich nicht auf Schutzkleidung abstützen kann. Dass egal wie ich mich abstütze, meine Haut, meine Knochen und alles dran sind. Also ich möchte euch jetzt gar keine Angst machen, wenn ihr irgendwie durch eine 30er-Zone oder so fahren wollt, kurz zu einem Freund oder einer Freundin oder ich weiß ja nicht, zur Schule oder sonst irgendwas richtig in der Nähe, meine ich jetzt, unter einen Kilometer oder kurz einkaufen, könnt ihr ruhig Schutzkleidung zu Hause lassen. Es sind ja 30 km/h. Wenn ihr auf den Verkehr achtet, der ist nicht immer berechenbar, aber ich sage, es gibt moralisch akzeptable Dinge, wo ihr die Schutzkleidung weglassen könnt. Also ich meine jetzt, wenn ihr irgendwie einkaufen geht, halt ums Eck, aber wirklich ums Eck, irgendwie 500 Meter, dann zieht bitte halt einen Rückenprotektor an, wenn es geht, und halt einen Rucksack drüber. Dann habt ihr wenigstens irgendetwas zum Schleifen, falls doch was passieren sollte. Ihr könnt ja jederzeit das Leben genießen. Es liegt jedem in seiner eigenen Hand, wie er sich wirklich kleidet. Aber ich für meinen Teil möchte wirklich, wenn ich einen Unfall habe, sagen können, gut, es ist nur bei finanziellem Schaden geblieben. Weil es passieren immer die dümmsten Sachen, wenn ihr nicht drauf vorbereitet seid. Das können sicher viele bestätigen. Und ihr könnt mir jederzeit eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare schreiben. Wann tragt ihr Schutzkleidung? Seid ihr schon mal ohne Schutzkleidung gestürzt? Seid ihr mit Schutzkleidung gestürzt? Ich kann euch was erzählen. Ich hatte eine Lederkombi und die habe ich einem Freund verkauft, weil ich die Lederkombi nicht mehr wollte. Eine Dainese Lederkombi. Und der ist ein 2 Monate später, glaube ich, mit ihr bei 70 km/h gestürzt. Ihm ist gar nichts passiert. Jetzt malt euch mal aus, er hätte nichts angehabt bei 70 km/h. Da hätte er wirklich ein Problem gehabt. Ein T-Shirt, eine Jeans oder sonst wie. Ja, Leute, das Schlimmste sind die Gelenkverletzungen und die Knochenbrüche, die ihr davon tragt. Weil Narben sind zwar schlimm und alles mögliche, aber wenn ihr euch einen Knochen brecht, tut es so sehr weh und ihr werdet im Alter, im hohen Alter Schmerzen haben. Alle Verletzungen, die ihr im jungen Alter davon tragt, werdet ihr im alten Alter wieder doppelt zurückgezahlt bekommen. Deswegen sage ich euch nur lieb, dass ihr es halt sein lassen sollt. Und ich kann doch sagen, dass es mal den Freund meines Vaters, den Vater meines Freundes gelegt hat, also des Motorrad-Testredakteur, der hat sich ein Bein gebrochen. Das meint ihr, wenn er keine Schutzkleidung angehabt hätte. Auf jeden Fall ist er nach hinten umgekippt, wahrscheinlich ein Wheelie oder so. Auf jeden Fall ist Bein gebrochen gewesen und ja, er trägt meist eine Lederkombi oder halt eine Textilkombi zur Arbeit und er hatte immer die neuesten Testmaschinen, die Panigale und alles mögliche da zu Hause stehen und er ist Maschinenbauingenieur, falls ihr wissen wollt, was man braucht, um Testredakteur zu werden. Auf jeden Fall kann ich da nur zu sagen, zieht euer Zeug an und ja, ich melde mich gleich nochmal, wenn mir was weiteres einfällt. Ich grüße auch Leute, die gar nichts anhaben. Also ich meine jetzt nicht nackig auf dem Motorrad sitzen, aber halt nur T-Shirt, ohne Handschuhe, ohne jegliche Motorradschutzkleidung. Die grüße ich natürlich auch, ausgenommen Rollerfahrer, weil die sind ein Fall für sich. Auf jeden Fall, wenn ihr wissen wollt, welche Schutzkleidung taugt oder nicht, dann geht am besten in den Motorradladen und lasst euch beraten. Ich kann euch ganz einfach sagen, unter Textilbekleidung taugt nur ein textiler Stoff, Cordura. Wenn eure Jacke nicht aus Cordura ist, dann taugt die nicht so.
weil die ist dann ziemlich schnell durch. Vielleicht hält sie 50 km/h aus, vielleicht 60 km/h, aber sicher nicht mehr. Und der Trick bei textilen Bekleidungen, die ihr anhabt, ist es nicht eine möglichst sichere Jacke zu kaufen, also mit möglichst hartem Stoff, dass sie wieder unbequem wird, sondern einen guten Rückenpanzer drunter zu haben, am besten eine Protektorenweste, damit, wenn die Jacke durchgeht, dass der Protektor unten abgeschliffen werden kann und für nicht unnötigen Abrieb sorgen kann. Leute, ich würde euch empfehlen, irgendwelche Schockvideos vielleicht anzusehen oder mal mit euren Eltern zu reden. Vielleicht sind sie auch bereit, euch ein Stück dazu zu zahlen, wenn ihr eine Lederkombi oder so haben wollt. Weil es ist es wirklich wert. Also ich bitte euch, denkt nochmal in Ruhe drüber nach und Dankeschön fürs Zuschauen. Ich wollte Graz Gas anlegen und der überholt. Zum Glück habe ich in den Rückspiegel geschaut, deswegen meine ich immer wieder mal einen Blick in den Rückspiegel werfen. Weil wäre ich jetzt aufs Gas, wäre der nicht vorbeigekommen. Zumindest wären wir hier irgendwo, hätte einer von uns gebremst. Mal schauen, wie schnell er in den Kurven ist, weil auf der Geraden kann jeder schnell. Der Typ ist piss langsam. Auf der Geraden kann jeder Gas geben und in den Kurven. Also ich meine, der ist nicht in der Nähe des Limits. Es ist so unnötig, hier die Kurve zu schneiden. Ne? Aber jedem ist seine. Ich möchte gar nicht meckern, vielleicht ist er ja ein guter Fahrer und ein vorsichtiger Fahrer. Oder ist es ein Blitzerwagen, weil der hat eine getönte Scheibe?